Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Oh yeah, wir befinden uns wieder hier oben, weil ich Spielstand laden musste, weil meine PlayStation ausgegangen ist, während ich es nicht gegessen habe. Aber macht ja nichts. Wir müssen. Wieso sind hier so viele Orte noch frei oder werden sie wieder belegt? Wieso? Sollen wir zwei Speicherpunkte auf einmal? Zwei, Safe Zone. Egal, auch wenn sie nebeneinander sind. Wir gehen zu den Quests und wir wollten ja. Suchen Sie Jeffs Festung hinter dem Bahnhof. Der Fachmann. Super, ja. Übrigens wollten wir ja noch Quests holen, ne? Eigentlich schon. Lass uns mal gucken. Ich habe gerade gesehen, als wir auf der Karte waren. Stand da ja. Sicherheitshunde. Alexei braucht ihre Hilfe. Da sind Quests noch. Da sind noch Quests. Ich würde sagen, wir questen ein bisschen, um. Oh Gott. Ein paar Level-Ups zu bekommen, ne? Wenn wir jetzt in der Hauptstory weitermachen, kriegen wir nur neue Zombies freigeschaltet, die wahrscheinlich noch kranker sind als die wir jetzt schon kennen. Und deswegen ein bisschen aufleveln tut gut. Aber gehen wir erstmal hier lang. Ja, das war ein saucooler Move. Der nicht nötig war. Warte, mein Ton ist gerade noch ein bisschen zu laut. Was? Hängen jetzt plötzlich überall diese übelsten Zombies rum. Und es kommt schon wieder ein Flugzeug. Das kommt ein bisschen zu oft. Oh, keine Ahnung, wo ich bin. Ach, wir müssen da sowieso hoch. Die einzige Stelle, die ich jetzt gerade sehe, ist diese hier. Und wir sollen runter. Ach, hey. Das ist der Fort Jeffersonturm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Ich mache hier die Regeln. Nicht Bracken, nicht Rais, das ist Jeffhausen. Oder Jeff Bergen, Jeffburg, Neu-Jeffingen. Hey, Jeff. Kommandant Jeff! Es ist ein Notfall. Die Stadt hat kein Gas mehr. Ach ja, das war ich. Sie haben das Gas abgedreht? Das Installieren der Höllenwand am Fort Jefferson erforderte eine Unterbrechung der zivilen Gasversorgung. Sie haben meine Erlaubnis, diese wiederherzustellen. Das sollten Sie erledigen. Keinesfalls. Meine Abwesenheit würde die Basis gefährden. Das ist eine Aufgabe für entbehrliche Kräfte. Kommandant, ich melde mich freiwillig. Guter Mann. Wie immer Sie auch heißen. Wäre schlecht, Sie zu verlieren. Also, öffnen Sie die Ventile der einzelnen Quadranten sowie die Hauptverteilungsschleuse. Melden Sie sich bei mir und ich stelle den Gasdruck für die Stadt wieder her. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivilist die Höllenwand bewundern. Wieso sind alle so dumm und krank? Heute Abend veranstalten wir ein Untotengrillfest. Gut, wie laufen wir am besten? Na, ist egal, alles gleich nah dran, ne? Kommen wir hier hoch irgendwie, ohne dass wir einmal rumlaufen müssen? Wäre schon cool. Ich glaube nicht. Ach, hier müssen wir rein. Ah. So ein Navi oder GPS wäre schon nicht schlecht hier in diesem Spiel, ne? Wüsste ich wenigstens wo lang. Okay. Wo ist denn die Tür dazu? Ah. Das gefällt mir nicht. Er lebt noch. Oh Gott. Wo kommst du denn her?
Jetzt kommt auch noch der Jamaikaner. Oh Gott. Wo kommt ihr alle her? Take this. Ich hab verfehlt. Ich hab keine mehr. Verdammt, wir haben einen verschwendet. Naja, gut. Ist unsere Axt halt ein bisschen stumpf geworden. Was soll's? Wirst du jetzt mal sterben? Oh, neue Kraftstufe erreicht. Was haben wir denn da so Schönes? Wenn sie fitter werden, können sie noch mehr Schaden absorbieren. Oh. Ein kräftiger Schlag auf den Boden bringt Feinde zu Fall. Das könnte auch zu gebrauchen sein. Ein kräftiger Schlag, der ernste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer verbraucht. Halten Sie R2 gedrückt und lassen Sie los. Okay. Das klingt gut. Das nehme ich doch. Mach mal ein bisschen Licht an für uns. Ach, Alkohol, ja. Die haben alle Alkohol? Wo kommt die alle her? Jetzt haben die alle Alkohol dabei. Auf jeden Fall können wir Kinder sägen. Oh. So langsam beenden. Und wir können uns ein Medikit herstellen. So, Medikit bitte. Ja. Boah, fühlt sich das gut an. Wir haben sogar noch dreimal Alkohol übrig. Das ist richtig gut. Vielleicht sollten wir auch irgendwie mal Stuff sammeln gehen. Einfach mal so just for fun irgendwo rumlaufen. Und den ganzen Kram mal sammeln. Nachricht. Notiz 19. Nein. Entwürfe. Fertigkeiten. Hä? Das war doch... Das war doch Viereck drücken. Nächster Filter. Aha, Quest. Aber man ist doch mit Viereck reingekommen, oder? Okay, ich bin blöd. Scheiß drauf, müssen wir nicht lesen. Oh Gott, so viel Müll. Tut mir leid, scheiß auf Alkohol, ganz ehrlich. Ich hab lieber die Medikits. Die Medikits sind mir viel wichtiger als diese Quest. Wir werden noch genug Alkohol finden. Definitiv. Kann man noch einen von euch ausraubern? Nein? Finde ich aber krass. Noch jemand hier? Achso. Na. Gut, das Ventil ist offen. Ich weiß gar nicht, wie der Typ das geschafft hat. Der Wahnsinnige. Ernsthaft? Steckt er da fest? Nö. Die laufen ja nur noch hier rum. Kann ich leider nicht töten, die explodieren. Und machen so einen krassen Krach. Ist nicht mehr auszuhalten. Mist. Wollte doch nur hier hin. Team 4, 2 Tage bevor die Stadt gesperrt wurde. Wir sollten von Haus zu Haus gehen, nach denen suchen, die hier waren. Also haben wir an die Türen geklopft und manchmal hörten wir eine menschliche Stimme. Und dann sind wir rein. Aber es waren Kranke, tobende Irre. Nur ihre Stimmen klangen täuschend normal. Manche von ihnen waren nicht allein. Die Anzüge sind ziemlich robust. PVC mit verstärkter zweischichtiger Polyphaseeinlage. Wir dachten, wir wären sicher. Aber die Beißer haben sich da einfach durchgebissen. Ab und zu sehe ich alte Teamkameraden rumschlurfen. Echt deprimierend, sie so zu sehen. Aber weißt du, was lustig ist? Sie sind jetzt Beißer. Aber sie können gar nicht zubeißen. Sie sind so doof, um die Masken abzunehmen. Ehrlich, das Ganze ist wirklich ziemlich abgefahren. Auch nicht schlecht, so doof, die Maske abzunehmen. Ein paar Nüsse.
Ja, Leben gratis. Ja, Leben gratis. Zwar nur 2%, aber hey. Im geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul, Freunde. Komm, gehen wir zum nächsten. Er will schon. Ich habe Hoffnung. Soll ich da rein? Ich kann da rein, ja, aber... Na gut. Nicht dein Ernst. Das ist auch noch so ein dämlicher Spocker, hm? Oder nicht? Ach, da oben drauf. Vielleicht sollten wir den zuerst fertig machen, oder? Nicht, dass er uns anspuckt. Was willst du denn? Habe ich irgendwas gegen dich? Wurfsterne. Ich kann auch Wurfsterne herstellen, ne? Ja, Klinge und Schnur. Okay. Dann machen wir einfach Wurfstern fertig. Ach, Wurfsterne sind ausgerüstet. Okay. Ich muss von da oben runterspringen. Ach, da ist aber dieser Spucker. Naja. Runter mit dir, du Arsch! Stirb! Danke. Oh Gott! Nein, 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 nein. Nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. Da lasse ich mich nicht drauf ein. Boah, diese miesen Zombies, ne? Ich weiß noch nicht, wie ich da wieder rauskomme. Ach so. Mit der Laterne wahrscheinlich. Ups, das war die falsche Taste. Oh, nimm dies! Headshot! Nimm dies! Wie er durchdreht. Wenn man nichts machen kann. Nimm dies! Oh, armes Tüftüf. Kannst du nichts dagegen tun? Oh. Bringt dir jetzt doch nichts mehr, so eine fette Waffe zu haben, ne? Au. Ach so, da hätte ich auch raufspringen können. Gut zu wissen. Ja. Achso, müssen wir gar nicht ausrüsten, ne? Waren das früher einmal Gefängnisinsassen oder was war das? Was hast du da dabei? Mechaniker. Die Zähne, die putzen. Das passiert, Kinder. Wenn die Zähne nicht putzt. Vor allem, da ist alles schwarz. Na gut. Machen wir das Ding zu. Ach, da. Ja, knack. Mach knack. Komm schon. Ah, ja. Wunderschön. Wunderschön. Na, Idioten. Könnt ihr nichts machen? Oh, oh, okay. Ich sag ja nichts. Ihr habt recht. Ich bin hier der Idiot. Aber wir rennen einfach mal zum nächsten. So. Schön in der Sicherheitszone kurz ausruhen und weiter geht's. Dass man nicht irgendwie die Leute mal anrufen könnte oder so, die sich jetzt so sagen, hey Jungs, könntet ihr mir helfen? Eine gemeine Pflanze.
Und auf zur nächsten Sicherheitszone? Die sind auch nebeneinander, ne? Komm, wir holen uns mal ein paar Quests ab. Hey, ihr sucht doch einen Kurier, oder? Ja, und zwar einen, der sich was traut. Jafar kannst dir im Detail erklären. Mhm. Jafar. Von Timon und Pumba, oder was? Nee, gar nicht. König der Löwen. Wobei, ist dasselbe. Hey, beruhigst du dich vielleicht erstmal, bevor wir reden? Aber sicher, mich beruhigen. Toller Rat, wirklich. Said, dein Problem ist gelöst. Yippie. Okay, dann hau ich eben wieder ab, du Arsch. Nein, geh nicht. Ich bin total gechillt. Also, ich fertige diese Fackeln für Ais, okay? Fackeln, so wie Signalfackeln? Nein, UV-Fackeln. Die Dinger in der Nacht können sie nicht ab. Wegen dem UV, verstehst du? UV steht für Ultraviolett. Ist so ein Wissenschaftsdingsbums. Verstanden, UV-Fackeln. Und weiter? Nichts weiter. Mein Zink ist mit Fluor verunreinigt und damit unbrauchbar. Außerdem habe ich kein Terpentin mehr. Das ist nicht schwer zu bekommen, aber jetzt ist alles schwer zu bekommen. Und wenn Rais-Männer kommen, um die Fackeln abzuholen? Männer? Psychopathische Neandertaler, auf Drogen trifft es wohl eher. Was brauchst du, um die Dinger zu machen? Nur Zink und Terpentin. Alles andere habe ich. Alles, was ich brauche, liegt im Lager des Zugdepots. Nur, kann jemand wie ich dort draußen keine 5 Minuten überleben? Überraschend, dass jemand wie du es überhaupt geschafft hat. Oh ja, ein Komiker. Haha, lustiger Mann, sehr lustiger Mann. Vielleicht kann ich dir helfen, aber in dem Fall will ich die Hälfte der Fackeln, die du herstellst. Die Hälfte? Niemals, hast du ein Rad ab. Besser auf die Hälfte verzichten, als gar nichts behalten, oder? Na gut, stimmt auch wieder. Erpressung an der Tagesordnung, Freunde. Das gibt's so nicht. Scheiße. Du schon wieder? Sag mal, was machst du hier? Bleib locker, ich bin nicht mehr bei Rais. Eigentlich war das auch nur eine einmalige Sache. Zur Sicherheit des Turms und... es tut mir leid. Ernsthaft. Tatsächlich? Sicher. Ich war und bin Brackens Mann. Du kannst jeden im Turm fragen, wenn du mir nicht glaubst. Also... was ist los, Jafar? Wir haben Rais Funkverkehr abgehört. Eine seiner Crews hat auf der Baustelle irgendwas gefunden und war ziemlich aus dem Häuschen. Sie haben nicht gesagt, was genau. Aber es soll den ganzen Turm zum Einsturz bringen können. Jemand muss rausfinden, was es ist und das Zeug stehlen oder zerstören. Das bin dann ich. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Job. Dankeschön, ich finde dich dann. Schnurrbart immer noch recht cool. Voll lässig, der Typ. Mit seinem falschen Schnurrbart. Den können wir gar nicht raus. Gut, dann haben wir hier die Quest mal abgearbeitet. Bzw. abgeholt. Können wir sie zwischendurch mal machen. So, wir müssen... dahin, ne? Willst du da rein? Kann man da rein? Holy shit, es ist hinter mir her! Ich muss laufen! Nein! Laufen und springen! Laufen und springen! Hab ich bei Minecraft gelernt. Oh Gott. Okay, wir sind hier los. Und hinten war noch etwas, aber egal. Was ist da explodiert? Ist mir scheißegal. Aber wir müssen nach unten! Oh Gott, das war knapp. Ach, ich weiß, was da explodiert ist. Der Typ, der rauskam, ne? Kann ich mal aufhören, mich zu verfolgen? In your face! Was zum... Könnt ihr mal bitte aufhören? Boah, wo kommt ihr alle her? Wieso stinkst du so? Ah.
Okay, die Frage ist, können wir da hinten die Tür zumachen? Das wäre definitiv praktisch. Hat zwar nicht mehr viel Leben. Aber was soll's. Oh, das ist ein Spucker, ey. Verbinden. Verbinde dich. Zieh dich. Nein, 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 nein. Komm schon, nein. Oh, was ist das für eine scheiß Situation hier? Ich muss den Typen hier loswerden. Okay. Ich hab eine Idee. Deutsche 9mm Pistole. So. Kann ich hier nicht? Ach doch. Oh Gott, ich darf gar nicht schießen. Hab's gerade erst realisiert. Die werden alle kommen. Ich muss den Typen hier töten. Scheiß Quasimodo. Ah, er ist tot. Quasimodo ist tot. So, da ist der Kopf ab. Und es kommen einfach immer mehr. Nein, bitte nicht sterben. Ist einfach noch einer. So, hat er den Kopf verloren. Seid ihr alle tot? Klasse. Immer schön auf den Kopf ziehen, Freunde. Ich glaube, das ist das Effektivste, was man machen kann. Es wird langsam dunkel. Ich merke es richtig. Aber es soll uns erstmal nicht stören. Es wird Nacht. Ich wiederhole, es wird Nacht. Komm zum Turm zurück, solange ihr noch könnt. Na komm! Nee, ja. Geschafft. Hier ist nur noch zurück. Zu dem Geisteskranken. Boah. Ist ja richtig ekelhaft die Situation gerade gewesen. Na komm, explodier. Ich bin mir den gefallen. Ab und zu muss ich mir das gönnen. Es tut mir leid, aber ab und zu muss ich mir das gönnen. Und jetzt renne ich weg. Zwei Autos? Bei irgendeinem etwas drinne? Schade. Schade, schade, schade. War so eine gute Situation, kein Zombie in der Nähe. Und da war ein Polizeiauto. Das Huch. Soll ja dahin. Aber wir sind hier doch gar nicht durch. Das ist kein Fix. Ernsthaft? Was sollen wir da jetzt machen? Öffnen Sie die primäre Schleuse. Die ist da unten. Ich sehe schon, aber wie komme ich da jetzt ran? Das ist hier die andere Frage. Hey, die hat eine Waffe. Ich habe alle Waffen. Damit geht's auf jeden Fall nicht. Hä? Wie komme ich denn da rein? Ich verstehe es nicht. Über einen Tunnel vielleicht? Ey, wir sollen runter, das ist mir schon bewusst, aber wie? Ist hier doch kein Tunneleingang oder so. Kletter darüber.
Ernsthaft? Nein, da kommt ein Zombie angerannt. Er hat sehr lange gebraucht, aber er ist hier. An alle Kuriere, lasst alles stehen und liegen und begebt euch sofort ins nächste Versteck. Es wird Nacht. Wie komme ich denn da rein? Der Heck! Okay. Ich glaube, wir haben keine Wurfmesser mehr, aber als geübter Nicht-Dark Souls-Spieler weiß ich, wie man mit ihm umgeht. 1 vs. 1 Deathmatch. Oder kann ich mir welche basteln? Nein. Aber ich kann. Ah, ich kann Molotow-Cocktail. Okay. Vielleicht bringt es nicht viel, Molotow-Cocktail zu haben, wenn man im Wasser ist, aber ich will mal gerne einen basteln. Einfach nur so just for fun. Und wo ist der? Molotow. Molotow-Cocktail. Weiß nicht, interessiert ihn das überhaupt? Er hat seinen Angriff abgebrochen. Da ist doch keiner. Seid nicht so verwirrt. Der Typ ist irgendwie ein bisschen verwirrt, oder? Hä? Ich hab doch drauf gehalten. Der Typ ist richtig verwirrt. Easy. Leider wird es gleich dunkel und wir haben ein Problem. Ja. Ich will die Quest auf jeden Fall noch zu Ende machen. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Ich glaube, das Feuer war nicht so eine gute Idee. Ich glaube, das Feuer war nicht so eine gute Idee. Ich habe die lokalen Ventile und die Hauptschleuse geöffnet. Ballastleitungen? Die was? Feurige Flatulenz, muss ich Ihnen alles erklären? Sie müssen natürlich alle Ventile der blauen Leitung schließen, um den Druck auszugleichen. Und zwar flott, sonst tritt mehr Gas aus als bei Oma nach dem Tellerbohnen. Aber es wird dunkel. Ja, dumm gelaufen. Ja, es piept schon, es piept schon. Na gut, nö, ich geh jetzt ins Bett. Nö. Das ist jetzt mir zu doof. Die Nacht bricht an. Bin ich jetzt wieder draußen? Nein, ich wollte schon sagen, ich hab's gerade schon mit Angst zu tun bekommen. Aber was soll die Scheiße denn? Ich will in mein Bett. Kann ich hier hochklettern? Nein. Wahrscheinlich kann ich hier nicht rein während einer Mission. Das wäre ein bisschen bitter. Tolle Safe-Zone habt ihr hier. Okay. Auf gut Glück. Ich muss mich nur beeilen. Ich versuche diese komischen Zombies. Ich gucke währenddessen auf der Karte nach. Nicht, dass mich da irgendwer spottet. Fuck, da ist direkt einer, ne? Hör auf die Uhr zu gucken. Ich weiß, wie spät es ist. Ich weiß, dass man um diese Uhrzeit nachts nicht rumlaufen sollte. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben es noch nicht geschafft. Wir müssen da hoch. Fuck, 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 fuck. Oh, ho, ho. Nein! 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 Lauf! Lauf! Irgendwohin! Ist mir scheißegal. Irgendwohin. Oh, oh.
Shit. Ich muss hier nur rein. Irgendwie. Heilige Scheiße. Wie kannst du hier rumstehen? Da draußen sind die Viecher. Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bin völlig fertig. Diese paar Minuten habe ich gerade so fertig gemacht. Wir sehen uns morgen wieder an dieser Stelle. Haut rein, euer Zero. Tschüss.